Auftakt für die TSG Hoffenheim bei der Bundesliga Home Challenge. Am ersten Spieltag ging es für die TSG gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Gespielt wurde in Hin- und Rückspiel. Das Hinspiel machte TSG-Fan Marcel Schwarz und der geriet früh in der Begegnung mit 0:1 in Rückstand. Kurioser Gegentreffer. Marcel probierte alles gegen den amtierenden Vizemeister aus der virtuellen Bundesliga. Für Fabio war es allerdings sehr, sehr schwer, in die Partie zu kommen, weil der als einer der defensiv stärksten FIFA-Spieler Deutschlands gilt. Der Gewinner unseres 6. TSG-Fan-E-Cups machte in der Folge ein sehr konzentriertes und ruhiges Spiel. Torchancen auf beiden Seiten in diesem Match wirklich Mangelware. Aber dank des disziplinierten Spiels von Marcel sicherte er Munas eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel. Es blieb nämlich beim 1:0 für Fifabio von den Fürthern. Im zweiten Spiel ging es dann für Munas Dabur gegen Timothy Tillmann und es begann alles nach Plan. Das 1:0 in der Anfangsphase der Begegnung, Ilas Bebu, der Torschütze. Die Fürther hatten allerdings eine Reaktion parat. Timothy Tillmann oben links in der Facecam konnte in der 20. Spielminute durch Keiter Rüel den Ausgleich erzielen. So also die Gesamtführung wieder auf Seiten der Franken. Aber Munas hatte in der Folge Chancen plus und das verwertete er in der 80. Minute. Maximilian Bayer, ganz, ganz wichtiger Treffer. 2:1, also wieder Gesamtausgleich. Und das Spiel war noch nicht zu Ende. Brun Larsen auf der rechten Seite. Nochmal eins zurück, nimmt Samaseku mit. Wieder bekommt Larsen den Ball und jetzt läuft sich gleich ein gewisser Munas Dabur frei. Der stark im Dribbling sieht Kramaric. Kramaric mit dem 3:1. Was für ein Drama bei der Bundesliga Home Challenge und es war noch nicht vorbei. 26 Mannschaften aus erster und zweiter Bundesliga nahmen am vergangenen Wochenende an der Bundesliga Home Challenge teil und kaum ein Spiel war so spannend wie das unserer TSG gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Denn die Kleeblätter, die hatten nochmal einen. In der Nachspielzeit Leveling mit der Reingabe und dann auf der Linie geklärt von Harvard Nordfight. Ganz, ganz wichtig. Die TSG startet also dank eines starken Defensivauftritts von Marcel Schwarz und einem Munas Dabur mit Comeback-Qualität mit einem 3:2-Erfolg in die Bundesliga Home Challenge. Ein Auftakt nach Maß. Am kommenden Samstag wartet der FSV Mainz 05 auf die beiden. Natürlich live im Stream auf Facebook und auf YouTube.